Salü Leute, heute gibt's Grünspargel aus dem Backofen. Das Ganze ist wieder ein super einfaches Rezept. Die Zutaten sind einfach grüner Spargel. Wir haben Cherrytomaten, Zitrone, Knoblauch, Olivenöl, Salz, Pfeffer und ein bisschen Wasser. Und eine Backofenschale. Mehr braucht man einfach nicht. Wir starten mit der Knoblauchzehe. Wie bei allen mediterranen Gerichten, ganz rustikal, einfach zerdrücken. Und in die Form geben. Geben wir schon mal ein bisschen Olivenöl. Ich habe hier so eine Sprühflasche. Das ist ganz schön. Na. So. Da. Spargel, der grüne Spargel. An sich muss man grünen Spargel ja nicht schälen, aber ihr seht, der ist relativ lang. Und dann empfiehlt es sich, so das letzte Stück dann mit dem Sparschäler einmal rüber zu gehen. Dann passt das. Hinein damit. Na, müssen so ein paar ganz lange wohl. Müssen wir sie kürzen? Ne, passt. Na, hier den hier. Den schneiden wir mal klein. Ganz einfach. Salz, Pfeffer drauf. Dann Cherrytomaten. Ruhig mit Stiele, haben wir einfach gewaschen. Legen wir drauf. Bio-Zitrone, auch abgewaschen. Warum Bio in dem Fall? Natürlich, weil wir sie mit Schale dazugeben. Dann schon sehr, sehr wichtig. Schneiden wir uns ein paar Scheiben runter. So. Decken das so ein bisschen damit. So, ein wenig Wasser angießen. Dann kommt der Deckel drauf und dann geht's ab in den Backofen. Ein wichtiger Tipp noch, wenn ihr wie hier einen Römertopf verwendet, der muss immer eine halbe Stunde oder eine Stunde gewässert werden, das ist schon besser, ne? Sonst platzt er einfach im Backofen. Das ist schon wichtig. Der Spargel war jetzt 45 Minuten im Backofen. Da es ein Römertopf ist, geht er natürlich in den kalten Backofen rein. Das heißt, ergo, nehmt ihr ein anderes Gefäß, kommt ihr ungefähr mit 35 Minuten hin. Wir öffnen. So sieht er jetzt aus. Ne? Schön, noch also einen ganz leichten Biss hat er. Ganz saftig sieht das aus. Ne? Das ist eine ganz einfache Zubereitung. Ihr könnt nebenbei andere Sachen machen. Wir servieren das gleich mit Tofu-Frikadellen. Die haben wir nebenbei gebraten. Und einem Salat. Aber es passt zu ganz, ganz vielen Sachen. Bon Appetit wünsche euch, euer Biokoch. Übrigens, wenn ihr Lust auf Frühstücksrezepte habt, unser Buch könnt ihr bestellen. Link dazu setze ich in die Infobox. Frühstücken heißt es. Frühstücken mit der Biokoch.